Gut, ich habe jetzt einen neuen Vasallen Frankreich hier unten. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mitbekommen habt. Und ich habe einen Plan gefasst, nämlich aus allen kleinen Vasallen, die hier sind, die werde ich alle irgendwie erobern und zusammenschließen zu einem großen Vasallen. Und zwar wird alles an Brabant gehen. Das heißt, ich werde jetzt hier hoffentlich erfolgreich. Also ich muss hier erstmal das Bündnis auflösen. Sehr schön. Und dann kann ich hier Krieg erklären. Wow. Geldern ist alliiert mit allen meinen Verbündeten. Dann muss ich wohl erst noch die Vasalisierung aufkündigen. So, ich hoffe, ich habe jetzt nicht gerade einen riesen Fehler begangen. Und jetzt mit Auslöschung der Ketzereikriegsgrund gegen Österreich Alliierte automatisch einladen. Nicht gegen Österreich. Ihr wisst, was ich meine. Geldern, Erhobung von Geldern. So, ich nehme an, Österreich steigt ein. Ja, tut es. Und Portugal natürlich auch noch gleich. Because fun. Naja, ich hätte einfach damals daran denken müssen und nicht zu viele Vasallen machen, aber später ist man doch immer klüger. Aha, man schloss Frieden mit Portugal. Okay, Frankreich wird jetzt vermutlich von Österreich gleich mal vernichtet werden. Vielleicht nicht ganz so schnell, bitte. Gut, der Krieg läuft erneut gegen Portugal. Wie es aussieht. Haben wir irgendwo Generäle? Wenige, glaube ich. So, das war eigentlich der ganze Grund für den Krieg. Und 8 Ruf bekomme ich auch. Okay, also. Pardon. Ich weiß jetzt ganz eindeutig, dass es eine klügere Idee ist, Vasallen zu vergrößern, indem man den einen annektiert und dann dem anderen gibt. Es war eindeutig einen Versuch wert. Es hat mir jetzt nicht das Leben gekostet, aber. Also ich muss sagen, das ist doch etwas mehr, als ich mir erwartet habe, dass ich tun muss, um einen Vasallen zu erobern. Savoye. Ihr wollt nicht Frieden. Ich habe keine Diplomaten. Na wunderbar. Kann ich für Brabant? Nein, für Brabant kann ich nichts fordern. Dann will ich sowieso nichts fordern. Denke ich. So, wollt ihr jetzt weißen Frieden? Und wenn wir Niederlage eingestehen, mich freut es einfach gerade nicht, diesen Krieg ausfechten zu müssen. Klingt jetzt vielleicht sehr faul, aber immer nur Kriege kämpfen. Auch nicht so die dauerhaft spannende Beschäftigung. Oh. Bisschen übersehen hier. Dann lassen mich wieder mal ein paar Nationen entlassen. Haha, haha. Lassen, entlassen. Und das reicht mir dann auch schon voll und ganz. Oder können wir irgendwo noch effektiver Nationen entlassen lassen? Ja, wir könnten wieder mal Champagner entlassen lassen. Ha, lassen lassen. Ja, lassen wir Champagner entlassen lassen. Nee. Sorry für die schlechten Witze. Aber ich hoffe, ihr seid das schon langsam gewohnt.
Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Was seht ihr euch denn nur an? Gut. Wohl an, okay. Und Geldern aus dem Reich nehmen. Geht noch nicht. Wieso geht das nicht? Ah, ich bin noch nicht im Frieden. Ah, Portugal, okay. Keine Diplomaten, okay. Wisst ihr was? Ich stelle mich jetzt hier direkt an der Front auf. Gegen Österreich werden wir noch viele Kriege zu kämpfen haben und... Da zahlt es sich sicher aus. Wow, Portugal hat ganz schön viele Kolonien around the world. Brabant hat Kolonien in Nordamerika. Wow. Nice. Nice. So, es kommt schon. Ich kann ja nicht mal ihr Gebiet erreichen. Ach, wisst ihr was? Nehmt euch Labour. So. Frankreich wird sowieso nicht stark werden. So, ihr wollt sicherlich Geldern. Oder will ich Geldern? Nein, ein Versprechen muss man halten, sie bekommen Geldern. Und dadurch haben wir dann auch einen super starken Verbündeten inzwischen. So, und bei Holland werde ich wohl anders verfahren und anders verfahren müssen. Hat Holland Kolonien? Ich denke nicht, oder? Das sind direkt meine... Ah ja, da oben habe ich noch Kolonien, die ich gar nicht haben will. Die will ich Norwegen eigentlich schenken. Ja, okay, aber das kommt alles später. Das werden wir alles später sehen und bis dahin mal. Tschüss. So, wir haben gerade einen Kriegsgrund gegen Litauen bekommen, nämlich Auslöschung der Ketzerei. Und da Litauen sehr gut hier liegt, um eben Polen nochmal zu verstärken, werde ich das natürlich auch sofort tun. Mit allen Alliierten, logischerweise. Und wenn wir Epirus auch noch bekommen sollten, was ich jetzt eher nicht annehme, aber wenn doch, dann gehört das auf jeden Fall Bulgarien. So, massig. Nachrichten. Ja, beide sind eingestiegen. Okay. Sollte nicht allzu spannend werden. Ich bin dabei, meine minus 200 Beziehung mit ihnen hier vielleicht etwas aufzubessern. Ja, sind dort noch die Rebellen? Ja, die sind noch dort. Brabant übrigens auch groß am Kolonialisieren. Und die haben inzwischen hier eine 30 Mann starke Armee. Also 30.000 meine ich damit natürlich. Logischerweise. Solid, dann werden wir annektieren und beide Gebiete an Polen schenken. Warte, hat Polen hier eh keinen Anspruch? Okay, sehr schön. Juhu, positive Beziehungen zu ihnen. Gut, aber im Gegensatz zum letzten Let's Play sieht es so aus, als würden wir in diesem dann doch wirklich mit einer relativ großen Zahl an an guten Vasallen aussteigen. Womit ich jetzt insgesamt sagen will, wir müssen nicht so viel selber kämpfen. Wir sind wirklich stark genug selber. Wir müssen uns nicht darum kümmern, noch stärker zu werden. Ich habe nicht das Verlangen, noch wirklich recht viel mehr Provinzen jemals zu besitzen. Mir reicht ein Reich in dieser Größe eindeutig. Und von dem her habe ich wohl nichts besser. Ah,
Entschuldigung, habe ich wohl nichts Besseres zu tun, will ich sagen, als hier meine Vasallen aufzubauen, die mir irgendwann in irgendeinem Megakrieg vielleicht mal was bringen werden. In ein paar tausend Jahren. Das heißt, übernehmt schon Litauen. Währenddessen immer parallel ein bisschen Geschenke austeilen. Transsilvanien ist auch im Krieg mit einbezogen. Das habe ich allerdings nicht mitbekommen. Aber ist auch nicht schlimm. Na komm, wie lange kann denn Litauen hier noch dauern? Geben wir hier wieder ein paar neue Geschenke herum. Gut, soll ich die Aufnahme jetzt nochmal beenden? Dann wird sicher am nächsten Tag Litauen erobert sein und auch die restliche Welt, aber ich beende sie jetzt trotzdem nochmal. Bis gleich.